In diesem Video möchte ich heute mal diese Maschine vorstellen, die, wie die meisten vielleicht wissen, die meine Videos kennen, in jedem meiner Videos eine Hauptrolle spielt. Hierbei handelt es sich um die Festool RO90 DX FEQ, was immer das auch bedeuten mag. Vorweg möchte ich mal eines sagen. Ich werde weder von Festool bezahlt, noch haben sie mir die Maschine zur Verfügung gestellt, sondern vielmehr habe ich mir die selbst gekauft, vor vielen Jahren. Und alles, was ich dazu sage, ist meine persönliche Meinung. Warum hier im Eck jetzt aber trotzdem Werbung steht, liegt daran, dass ich unten in der Videobeschreibung einen Link zu Amazon gesetzt habe, wo man diese Maschine kaufen kann, und ich nicht möchte, dass mir hier irgendjemand dann einen Strick daraus dreht, dass hier nicht Werbung steht. Wie gesagt, bei dieser Maschine handelt es sich um eine Schleifmaschine, bei der zwei Dinge besonders beachtlich sind, ist erstens ihre hervorragende Leistung. Und zweitens der exorbitale Preis, muss man sagen. Denn diese Maschine kostet knapp 500 Euro. Das ist schon wirklich mal eine Ansage. Das kann man schon mal sagen. Die Frage ist, lohnt sich das? Und dem möchte ich mal heute nachgehen. Wie die meisten Bastler, die schon bisschen länger dabei sind, vielleicht bestätigen können, liegt der Unterschied zwischen einer halbwegs gelungenen Bastelarbeit und einer schönen Bastelarbeit einfach in der Oberfläche. Das heißt, das Schleifen ist immer das A und O. Ich kenne so viele Videos auf YouTube, wo die Leute wirklich schöne Sachen machen, aber sie schleifen es nicht, und das kann man sich dann nachher fast nicht anschauen. Das ist also furchtbar. Da verschenkt man einfach viel zu viel. Und Schleifen wird halt oft gern mit der Hand gemacht, so wie mit hier so einem Handschleifplatz. Was allerdings, da muss ich den Nichtschleifern wieder recht geben, nicht sehr viel Spaß macht. Ja. Also das ist eine eher mühsame Aufgabe, die allerdings sich am Ende doch auszahlt. Und weil es so mühsam ist, bin ich der Meinung, man sollte sich das Leben so einfach wie möglich machen, damit man hier nicht eine Chance vertut. Und deshalb wird man sich früher oder später das ein oder andere Schleifgerät anschaffen. Mein erstes war hier dieser kleine Bandschleifer von Bosch, der, muss ich sagen, gar nicht so schlecht funktioniert hat. Vor allem habe ich mir den deshalb gekauft, weil man den hier auch auf den Kopf stellen kann und dann hier arbeiten kann, indem die Maschine stationär ist und man einfach das Teil hier so drüber fährt. Die Maschine in der Form, glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Gibt es, glaube ich, nur mehr eine größere. Der Nachteil von so einem Bandschleifer ist, er schleift wirklich nur hier in dem Bereich. Das heißt, ich komme hier in keine Ecken rein. Zweitens ist er sehr laut, muss man wirklich sagen. Und wie üblich ein relativ kurzes Kabel, was also den Einsatz einer Kabelverlängerung in der Regel auf jeden Fall notwendig macht. Für größere Flächen ist er eigentlich ungeeignet. Und deshalb habe ich dann diesen Exzenterschleifer von Makita
besorgt, um zum Beispiel so Flächen wie diesen Tisch zu schleifen. Ich muss sagen, er geht, okay. Allerdings, er ist jetzt auch um einiges leichter als dieser Bosch. Der Bosch wiegt so 2 Kilo circa, der wiegt 1,2. Allerdings dauert es doch relativ lang, so eine Fläche abzuschleifen, und für kleine Teile ist der auch nicht geeignet. Auch wenn man jetzt einen größeren Spanabtrag benötigt, wird man mit dem ja auch nicht sehr glücklich. Und polieren kann man mit dem zum Beispiel auch nicht. Und wiederum hat er nur ein relativ kurzes Kabel, was also völlig unverständlich ist. Und deshalb, weil es bei mir doch eher um kleine Sachen geht, habe ich dann mal in einem Angebot diesen Festool-Schleifer, zwar für 350 Euro gekauft. Wenn man den regulär kauft, jetzt zum Beispiel bei Amazon, glaube ich, kostet er 450. Und den möchte ich jetzt mal genauer erklären, was der kann. Das ist ein sogenannter Getriebe-Exzenter-Schleifer. Hier kann man 3 verschiedene Stufen einstellen. Und zwar sehr viel Material abzutragen mit einer groben Scheibe oder auch um Flächen zu polieren. Denn dadurch, dass er jetzt so langsam dreht, wird ein Poliermittel, das man hier auf eine Polierscheibe austrägt, nicht einfach fortgeschleudert, sondern es wird hier, verbleibt hier auf der Fläche. Das funktioniert wunderbar, ich verwende es zum Wachsen, hier ist die Wachsscheibe, ohne dass das auch verbrennt oder zu heiß wird. Oder auch um Messing zu polieren mit einer anderen Scheibe, was wirklich ausgezeichnet funktioniert, muss man sagen. Dann gibt es hier eine zweite Stufe, da ändert sich diese Bewegung. Das ist also so eine Exzenterbewegung, die verhindert, dass man nachher Schleifspuren auf der Oberfläche sieht. Also das wird auch, verwende ich meistens in einem schnelleren Modus. Und damit lassen sich wirklich die Oberflächen sehr schön fein schleifen. Und dann gibt es noch einen dritten Modus. Hier dreht sich der Teller gar nicht mehr, sondern er schwimmt nur mehr. Und warum? Weil das ist dafür gedacht, dass man hier den Teller wechseln kann und hier so eine Delta-Scheibe aufsetzen kann. Und das wäre natürlich jetzt nicht sinnvoll, wenn die rotieren würde, sondern die vibriert. Und damit kommt man jetzt wunderbar auch in die Ecken, ja, von zum Beispiel von einem Fensterrahmen oder von einer anderen Fassung. Darüber hinaus hat es wirklich ein wunderbar langes Kabel, muss man sagen. Das wie bei allen Festool-Geräten hier auch ansteck- und absteckbar ist. Das hat den Vorteil, wenn man jetzt hier auch noch die Stichsäge zum Beispiel hat, muss man nicht mit 2 Kabeln hantieren, man kann ja einfach von einer Maschine auf die andere umstecken. Also ich finde das eigentlich sehr praktisch. Die Maschine, wie sieht man, die schaut eher aus wie so ein Bügeleisen, was den Vorteil hat, dass man hier das Handgelenk praktisch nicht abgewinkelt ist. Und das fand ich so angenehm, dass ich mir sogar selber mal einen Schleifklotz gebaut habe, der so ausschaut, wo der genau auf dieselbe Art und Weise funktioniert, dass man hier ein gerades Handgelenk hat. Die Maschine selbst kommt in so einem Systemer daher,
Und darin befindet sich neben der Maschine und den beiden Schleiftellern auch noch ein sogenannter Randschutz, den ich allerdings noch nie verwendet habe. Und das ist das eigentliche Geheimnis, jede Menge Schleifpapier, sowohl die dreieckigen als auch die runden. Und dieses Schleifpapier nennt sich Festool-Granat und das ist der absolute Hammer, muss man dazu sagen. Von Festool gibt es auch dieses rote Schleifpapier, das nennt sich Festool Rubin und ist eigentlich für Holz gedacht. Allerdings dieses Granatschleifpapier funktioniert auch wunderbar für Holz und ich finde es um Häuser besser. Also warum? Es hat einen wahnsinnig tollen Abtrag. Also es ist überhaupt nicht vergleichbar mit sowas zum Beispiel. Und es setzt sich viel weniger stark zu als andere Schleifpapiere. Wie gesagt, in der Schachtel befinden sich jede Menge Muster. Man sieht, das ist 5 Jahre alt und ich habe hier viele noch gar nicht verwendet. Ich habe auch noch keine nachgekauft. Was nicht ganz stimmt, die roten habe ich sehr wohl nachgekauft, weil ich am Anfang dachte, na, wenn Festool sagt, man soll die roten verwenden für Holz, dann mache ich das. Aber mittlerweile bin ich drauf gekommen, dass die grauen viel besser sind. Und wenn ich jetzt welche nachkaufen werde, dann auf jeden Fall diese grauen. Der Nachteil, dass man die Bosch hier, wie ich gesagt habe, so auf den Rücken stellen kann, dass es bei der nicht geht. Dafür habe ich mir mal eine Vorrichtung gebaut, mit der das auch geht. So. Und zu der Vorrichtung gibt es auch ein Video, das ich hier oben in der Ecke verlinken werde. Außerdem habe ich hier mal so eine kleine Vorrichtung gebaut mit 2 so Schnäbeln. Die kommen hier so dran, wird einfach hier in die Löcher gesteckt. Und damit lassen sich jetzt, zum Beispiel könnte man jetzt diese Kante hier innen, die ich nur mehr mit der Hand schleifen könnte, kann man dann auch schleifen. Dazu gibt es auch ein Video und das packe ich auch hier in die Ecke. Noch ein kleiner Tipp zum Lösen dieses dreieckigen Fußes ist es sinnvoll, 2 Hände zu verwenden. Mit einer tut man sich sehr schwer, aber wenn man mit einem diesen Knopf drückt und mit der zweiten Hand das verdreht, dann geht es ganz gut. So, wo ist der andere? Ja. Ein Clou an der Maschine ist natürlich auch, dass sie nur eine kleine Oberfläche hat im Vergleich zu der. Das heißt, bei gleichem Druck, ja, wird er hier auf eine kleinere Fläche verteilt und deshalb wird hier auch mehr abgetragen. Deswegen geht die auch viel schöner. Dazu muss man noch sagen, wenn man die Maschine länger im Einsatz hat, dann wird sie doch recht warm, was manchmal etwas beunruhigend ist. Allerdings habe ich noch nicht festgestellt, dass dadurch die Leistung gemindert wird. Zusammengefasst jetzt mal die 3 Vorteile von der Maschine. Sie ist für Bastelarbeiten hervorragend. Sie ist schön klein und leicht. Der Abtrag mit diesem Granatpapier ist sensationell, also mit nichts zu vergleichen. Und für mich ersetzt sie sowohl diese als auch diese Maschine. Jetzt die 3 größten Nachteile. Erstens der Preis. Zweitens der Preis.
Drittens, der Preis. Das heißt, als Bastelanfänger würde ich mir die wahrscheinlich auch nicht kaufen, muss ich ehrlich sagen, wenn ich nicht weiß, ob Basteln so mein Ding ist. Aber für alle, die das nötige Kleingeld haben und sich überlegen, ob welche sinnvolle Maschine sie sich für ihre Werkstatt noch anschaffen können und sich das Schleifen so einfach wie möglich gestalten möchten, für die ist das wirklich eine echte Empfehlung. Wie gesagt, ein Link zu der Maschine findet man unten in der Beschreibung. Ansonsten können Sie mir einmal in den Kommentaren hinterlassen, was Sie zu dieser Maschine sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen.